probieren wir es halt nochmal. Die Frage ist, wo fährt denn der rein? Damit ich mal kurz mir das Gelände angucken kann. Der fährt auf diesen Schrottplatz rein, wo man normalerweise von der anderen Seite reinfahren kann. Ja, ja, ich bin gerade an dem Gebiet. Ich muss mir einfach nur mal kurz die Situation angucken, damit ich ungefähr weiß, was auf mich zukommt. Weil ich kenne das Gelände nicht. Warte mal, der fährt ja. Wo fährt denn der rein? Wird der hier durch das Tor durch? Nee. Ach doch, Moment. Von der Seite kommt der rein. Okay. Ja, sieht das falsch? Ne, der fährt hier durch, genau. Der sieht aber in der Mission aber anders aus, in dem Links aber anders aus als in der Mission. Oder ist das die falsche Seite? Kann natürlich auch sein, wenn ich auf der falschen Seite rein bin gerade. Der fährt dann hier durch, dann stehen wahrscheinlich 1000 Gegner. Soll ich normal oder leicht? Pff, mach normal, erstmal. Okay. Wenn wir es dann wieder verkacken, machen wir es auf leicht. Aber die sind echt, die Mission sieht, das Ding sieht tatsächlich etwas anders aus als in der so. In der Mission später. Eingeladen seid ihr auf jeden Fall. Ja. Dann probieren wir es halt nochmal. Geralt. So. Daran probieren wir uns. Daran noch einmal. Aber ich mache auf etwas leichtere Stufe, weil das irgendwie in der letzten Folge sehr frustrierend wurde. Das Baby wird den Notruf. Ah, here they are. Hey, I'm so glad you came. So, I presume. Brauchen wir ja nicht nochmal angucken jetzt hier. Was? Ich wollte das nochmal hören. So, dann nochmal die kleine Schlägerei hier. Genau. Oh oh. Ich hoffe, dass das jetzt mit dem Mikro nicht. Das Mikrofon jetzt nicht spackt. Welches? Irgendwo spackt ein Mikrofon gerade rum ein bisschen. Ich glaube, die wollen wir da oder wahrscheinlich. Nee, ich hab das nicht so aufgehört. Den hier oben kann man gar nicht verprügeln. Ne, gefühlt nicht, ne. So. Wo kann ich mich nicht prügeln? Keine Ahnung. Warum klappt man ein Auto, Alter? Warum hat er das Auto zu gewollt? Der Scheiße, alles okay. Nein, ich wollte gerade mal fahren. Dann versuchen wir es nochmal. Ja, wieso krieg ich eigentlich mein weißes Bike und ihr schwarz? Das ist ja voller Rassismus hier. Ja, ich habe auch ein weißes Bike. Hey, alle sind heute unten gelandet. Nee, einer ist abgefallen. Ja, das hat immer aus der Reihe. Eine.
bin oh, Alter. Ich bin eine Frau. Was fühlt das Bein nicht aus so vor hoch? Wow. Ich muss mal jemand sagen, was gerade passiert ist. Mann, zielt doch mal den richtigen an, meine Fresse. Boah. Da steht ein Typ direkt vor seiner Fresse, er zieht auf den an der Fahrerseite. Meine Güte, ey, so was Dummes. Klar, der hätte klappen können. Ja, der ist klar. Au. So, den scheiß Jeep habe ich auch. Jetzt machen wir es gut, wir haben noch ein Leben mehr. Stimmt. Warum auch immer der schießt den im Kopf, der interessiert den nicht. Ein ganzes Magazin in den Kopf gejagt. Und du stirbst von der Seite, weil der irgend so ein Lackaffe der wieder reinschießt. Stehen hier auf dem Dach. Lol. Du kannst da drüben das Tor aufmachen. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, ich hab's. Ich glaube, in der Ecke ist noch einer. Ja, ich hab das Auto schon. Nimm mich mit, bitte. Ich will hier nicht mehr aufmachen. Ich hab's Auto. Alles gut. Ja, ja, ich bin nämlich hinten auf der Rückseite gespawnt, bin dann nicht so rein und hab dann die zwei, drei Leute doch da geholt, die da kamen. Ja, den hat's aber gut erwischt, den Wagen auf jeden Fall. Aber wir haben ihn, Gott sei Dank. Deswegen solltest du ja auch erstmal reparieren, bevor du... ich weiß, bin auch schon dabei, bin auch schon unterwegs zum Dings. Warte mal, ich muss hier runter. Bin ja schon gleich am Customs da. Wer lässt an der Lagerhütte? What brings you in today? So, dann lassen wir die Karre mal reparieren. All patched up. So, dann darf ich jetzt zum Casino fahren. Hä? Decke auch richtig zumachen können, ne? Wie das hier ist. Dass der Decke schief drauf ist. Wo soll denn der Wagen hin? Da. Puh, was eine Mission. Mission gefällt. Unfortunate business. Thank you for your help. Well done. I think we managed to quell the unfortunate uprising matter. Well done, Vincent. Any ideas? I imagine it was someone who wishes to besmirch the good name of this institution. Yeah, we know that. Sorry to interrupt. Der Typ. Brucey Kibbutz. Can we talk about health and wellness for a second here? Brucey Kibbutz, I want to talk to you about the mindfulness and exercise director's position. Not right now. I'm kind of busy. Oh, you're too busy to discuss health and well-being? Call guest services, sir. Make an appointment. Very amusing. Do I look like I make appointments, bro? I am! Ist das nicht der mit dem Bodenheiztestosteron, der das immer liefert? Ja, ja. Brucey? Das ist der aus GTA 4, der immer... Kann sein, GTA 4 habe ich, glaube ich, nicht so wirklich gespielt. So. Wer stand denn? Naja, immerhin. Wir haben es geschafft, das ist das Wichtigste.
So, Gott sei Dank, ey. 50.000? Achso, für die Mission. Ich bin mir gerade wundern, wofür krieg ich die Kohle? Ich habe einfach mal gerade den Z50.000 gekriegt. Aber es war wegen der Mission wahrscheinlich. Ich bin immer noch auf Ladebildschirm. Na, ich bin da und wir haben keinen sonst hier. Dann fliege ich wahrscheinlich gerade raus. Ja, manchmal dauert das im Moment bis hier. So, kann ich jetzt nochmal am Rad drehen hier oder geht das nur einen Tag einmal in-game? Einmal am Tag. Ja, die Frage ist, ob in-game-Tag oder ob das, Nee, Deutsch-Spinzer-Tag. Na, ernsthaft. Ja. So, ich gucke mal, ob noch eine Mission verfügbar ist, ansonsten mache ich nochmal Arena oder irgendwas an. Oh Gott. Ah, du, war das bist du Glücksmann? Ja gut, tatsächlich wirklich, schade. Hätte klappen können. Was? Ja, dass ich jetzt nochmal ein Glücksrad drehen kann, aber das ist tatsächlich nur noch 22 Stunden, also morgen erst leider wieder. Ja, einmal am Tag kannst du an dem Ding drehen. Ah, schade. Warte mal, die Frage ist, was kostet die Karre, die wir da gerade geholt haben? Und falls jetzt jemand draußen was hier guckt oder hört oder wie auch immer, nein, ihr braucht jetzt nicht 20.000 Glitch-Möglichkeiten unter das Video schreiben, wie man öfter an dem Rad drehen kann. Brauchen wir nicht, interessiert keinen. Dankeschön. Ja. So, Legendary. Die Frage ist, was kostet der Wagen? Weil mich kotzt das nämlich immer noch an, dass du in den Gruppen nur hier mein Mod, hier mein Glitch, hier mein dies, hier mein das. Oh, gibt's nichts anderes? Kann man nicht einfach auch mal normale Sachen posten? Immer nur hier mein Mod-Menü, hier mein geglitschtes Outfit, hier mein geglitschtes Geld. Ah, da ist die Karre. 2,3 Millionen kostet der Wagen, den wir da gerade geklaut haben. Da jetzt der Dings wieder nicht da ist, mache ich wieder Dings an Arena War. Soll ich mal einen anderen Modus anmachen? Ja. Oh, warum bekomme ich Klamotten? Als ob ich mich umziehe. Ach so, siehst du. Wisst ihr was? Ich bestelle mir die Karre jetzt. So, sag Bescheid, wie du reingeladen hast. Mache ich gleich.